Ja, die Typ ist wieder. Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Okujo no Yurirei-san, Kindred Spirits on the Roof. Und tja, in der letzten Folge, da haben wir Sono-Sensei und Tsurugumine-san ausgeholfen im Mathe-Club-Raum mit den ganzen Aufnahmenorganisationen, die sie hier von einem Sommercamp und so weiter übernehmen. Und dort auch Adios Summer, wenn man es von Yokas Perspektive aus betrachtet, obwohl sie ja wahrscheinlich aus Freundschaft nicht mehr Summer nennen sollte, wenn ich mich recht entsinnere. Auf jeden Fall haben wir Adio Aki da auch kennengelernt und Yuna hat sie auch gleich mit ihrer, ja, effizienten Arbeitsweise und so weiter, Problemlösungsfähigkeiten und dergleichen, wurde Yuna sehr bewundert. Und jetzt sind wir gerade wieder zurückgekehrt, um wahrscheinlich das Abendessen, wenn ich mich auch wieder recht entsinne, vorzubereiten. Oder was ist das Mittagessen? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in der nach dem Frühstück oder nach dem Mittagsmahl heute hin sind. Auf jeden Fall treffen wir hier Nena an. Mal gucken, was sie von uns will oder warum sie hierher geflüchtet ist. Oh, Miyama-san? Als ich zurück in die Cafeteria-Küche ging, um das Abendessen vorzubereiten, fand ich dort Miyama-san. Es waren aber auch natürlich einige andere Leute von diversen anderen Clubs dort. Es war schwer, sie nicht zu bemerken, so wie sie da vor einem Topf saß, ohne dass sie einen Schutz oder dergleichen trug. Sie wirkte irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Oh, du bist es, Yuna. Was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich wusste nicht, dass du am Sommercamp oder interessant, dich hier zu sehen. Irgendwie so in die Richtung wahrscheinlich. Ich wusste gar nicht, dass du beim Sommercamp mit teilnimmst. Ah, Yuna hat mich gebeten. Ich koche für das Laufteam. Du bist ja, nehme ich mal, mit dem Rundfunkclub hier, nicht wahr, Miyama-san? Weißt du eigentlich was? Miyama-san ist irgendwie echt ätzend, dass du mich so nennst. Sag einfach Nena. Okay. Ja, ist eine Silbe weniger, nicht wahr? Ja, also wenn sie bei Nena dann das San auch noch dran macht, Miyama-san und Nena-san. Ja, ist dann kürzer sozusagen. Findest du? Also ist Nena-san in Ordnung? Ja, ja. Machst du Abendessen für das Rundfunkclub? Was machst du denn? Kochen ist echt eine Menge Arbeit, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich Curry mache. Naja, das hätte ich mir auch denken können von dem Geruch des Topfes aus. Oh, dann machst du dasselbe wie ich. Das Laufteam bekommt heute Abend auch Curry. Ach, wirklich? Die Kartoffeln und Karotten Möhren wurden bereits in der Mikrowelle erhitzt, da sie zu viel Zeit bräuchten, um sie zu kochen. Ich habe auch bereits die Suppengrundlage oder wahrscheinlich die Currygrundlage fertig. Deswegen, wenn ich mit den Zwiebeln anfange, sollte ich es ungefähr in einer Stunde schaffen. Während das dann alles kocht, kann ich noch Salat und Suppe dazu machen, mit ein bisschen Tofu und Brokkoli als Zusätze. Ich werde 60 Portionen Curry machen. Inamoto-Senpai hatte gelacht, als ich ihr sagte, dass wir alle Sachen, die über oder alle Überreste und so weiter, Reste essen. Dass wir alle Reste für einen Mitternachtssnack oder so verwenden können. Oh Mann, Athleten haben echt einen ganz schön mächtigen Hunger. Was gab's denn gestern? Fragte ich Nena, als wir gerade uns an die Arbeit machen. Ich konnte mir Nenas nicht wirklich vorstellen, wie sie kocht, aber vielleicht eher die anderen beiden? Ichiki-san wäre eventuell dazu in der Lage. Futano-san? Naja, gut, bei ihr kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen. Vor allem erstmal mir zu überlegen, wie sie mit einer Kochschürze aussehen würde. Sasa hat gestern das Abendessen gemacht. Aber sie hat etwas von zu Hause mitgenommen. Etwas, was ihre Mutter gekocht hat. Aber heute können wir das nicht tun. Deswegen stehe ich hier und koche. Oh, also kannst du kochen, Nena-san? Nein, kann ich nicht. Aber Curry kriegt doch jeder hin, nicht wahr? Denkst du das? Naja, ich denke schon, dass es ziemlich schwer ist, Curry zu vermasseln, aber irgendwie verletzt das ein bisschen meinen Stolz zu hören, dass jeder es tun kann, während ich mir hier jegliche Mühe gebe, um das gut hinzubekommen.
Die beiden meinten zwar, sie würden mir helfen, aber naja, die kümmern sich gerade um sich selbst. Ach so. Antwortete ich, ohne dass ich in meiner Kocharbeit aufhörte. Wir machen ein Radiodrama für das Schulfestival, weißt du? Und naja, ich bin in der Produktion, deswegen ist bei mir alles in Ordnung. Aber sie müssen sich überlegen, was alles mit rein soll und so ein Zeug. Ja, und sie haben sich die ganze Zeit nicht einmal dazu durchringen können, sich zu irgendwas zu entscheiden. Verstehe. Warte mal. Ganz nebenbei warf ich einen Blick zu Nenas Topf während der Unterhaltung hinüber und... Scum? Scum, you scum! Ist doch eher so eine Beleidigung, aber genau, was bedeutet Scum eigentlich, wenn man das so sagt? You scum. Abschaum, Dreckskerl, Schaum, Auswurf, Schlacken, Schwimmschlamm. Also wahrscheinlich irgendwie Schaum oder irgendwie sowas. Oder Auswurf wahrscheinlich eher weniger. Also ich nehme mal an, dass hier an der Stelle damit Schaum gemeint ist. Nenasan, Schaum. Unglaublich viel Schaum. Hä? Wo? Wo? Siehst du es denn nicht? Schau doch mal. Die Oberfläche von den Inhalten des Topfes war in sehr vielen kleinen Bläschen Gunk, was auch immer Gunk jetzt wieder ist. Gut, dass ich die Wörterbücher heute im Hintergrund direkt aufhabe. Schmiere, Dreck, Schleim, klebriges Zeug gehüllt oder so. So sehr, dass ich die Zutaten darunter überhaupt nicht sehen konnte. Moment mal, warum ist da überhaupt so viel Schaum, nachdem man das... Nächste Wort, was ich nachgucke. Rau, Ru oder so. Mehlschwitze. Einbrennen. Österreichisch. Schwitzmehl. Was? Ja, wie auch immer. Also, nachdem man das reingetan hat. Warum ist da so viel Schaum drin? Und warum verdickt sich das so sehr? Selbst mit dem ganzen Mehlschwitzenzeugs. Was geht da vor? Du hast dich nicht des Schaums entledigt, bevor du das Dingsbums reingepackt hast. Oh, ja, das stimmt. Man muss ja das andere Zeugs da, das Gang, das, was war es, die Schmiere, Schleim oder was auch immer, rausnehmen, nicht wahr? Hä? Und für wie viele Leute kochst du überhaupt? Glaubst du, du hast die richtige Zutatsmenge? Hm? Ist doch in Ordnung, etwa nicht. Ich habe einfach ein bisschen Zeugs zusammen geschnitten und dann einfach reingeworfen. Ugh, wie kannst du denn nur so slapdash sein? Gott. Yuna ist jetzt... wenn das die Yuna ist, wie sie eventuell auch zu Mittelschulzeiten im Kochclub war und was sie ihren ganzen Leuten abverlangt hat, dann kann man vielleicht schon so ein klein bisschen verstehen, wie es dazu gekommen ist, zu was es damals gekommen ist. Und slapdash ist schludrig, hoppla hopp sein, blindlings, hudelig, schlampig sein und so weiter. Ja, schludrig. Schludrig ist so ein schönes Wort. Warum bist du denn so schludrig? Naja, aber sonst macht es doch viel zu viel Arbeit, oder etwa nicht? Man kann doch einfach die Zutaten reinwerfen und das Schlacken-Stinksbums-Zeugs und den Zimmer, und kochen. And simmer it, to simmer, also köcheln lassen, genau. Das kann man schon, aber das kann man nicht. Ach, das ist ja schrecklich. Wenn das so weitergeht, dann wird sie wahrscheinlich irgendwie nur so eine ganz ätzend schmeckende oder sehr schwach schmeckende Currysuppe hinbekommen. Das ist eine von zwei typischen Fehlschlägen, die man bei Curry haben kann. Zusammen oder neben dem, dass man das komplette Curry total verbrennt. Inklusive dem Topf. Also das wahrscheinlich dann alles im Topf noch drin verbrannt an den Rändern kleben bleibt. Ich werde mal kurz abkosten, okay? Hä? Alles klar. Ja, das geht ja mal gar nicht. Überhaupt kein Geschmack drin. Wie kann man das noch retten oder so? Salvage in dem Sinne jetzt hier? Retten, bergen, wiedergewinnen und so weiter.
Kannst du dich erinnern, wie viele Zutaten du benutzt hast? Ich glaube, eine Möhre, vielleicht zwei Kartoffeln und... nicht genug Gemüse. Und warum hat sie so viel Fleisch benutzt? Weil Fleisch geil ist! Ich überlegte mir ganz intensiv, wie ich diese Suppe retten könne. Nena, es gibt hier Pressure Cookers. Was sind jetzt schon wieder Pressure Cooker? Pressure Cooker. Dampfdrucktöpfe. Dampftöpfe, aha. Deswegen leih dir bitte einen. Einer, der ungefähr 4 Liter fasst. Hä? Und wo sind die? Da drüben, auf dem Regal. Das sind diese Töpfe mit den ganz schweren Deckeln, die sowas wie einen Stopper oben auf der Spitze haben. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Oh, okay. Während Nena-san sich den Topf schnappte, machte ich die Hitze aus. Wir konnten jetzt nichts mehr mit dieser blasenbildenden oder schaumbildenden Dingsbums-Schliere tun. Außer dass wir alles in einem Ruck in einem Dampfdrucktopf oder so fertig machten. Selbst wenn es bedeutete, dass man ein bisschen extra Arbeit ins Saubermachen investieren müsste. Ich entlieh auch noch einige bei ihr fehlende Zutaten von dem Vorrat für das Laufteam. Sie werden eventuell sich auflösen, wenn sie zerkochen, aber zumindest werden sie dann dafür sorgen, dass es sich ein bisschen verdickt, wahrscheinlich geschmacklich in dem Sinne. Wir werden es wahrscheinlich nicht perfekt hinbekommen, aber es wird zumindest essbar sein. Ich habe einen. Ist der hier in Ordnung? Es tut mir leid, aber wir werden das Ganze nochmal neu machen, okay? Wir werden es in ein ordentliches Curry verwandeln. Okay. Nein, wirklich, das ist eine große Hilfe. Also wirklich, man kann nicht so Heffersart mit seinen Mahlzeiten sein. Heffersart, also so auch wieder schludrig, schlampig oder keine Ahnung was. So willkürlich, planlos und so weiter mit Mahlzeiten sein. Ja, vielleicht schon. Aber keiner von uns weiß, wie man ordentlich kocht, deswegen... Keiner von euch? Naja... Ich hab dir ja schon von Sasa berichtet und bei Umi sieht's auch ziemlich übel aus. Ich verstehe. Hast du den Reis schon gekocht? Hast du irgendwelche anderen Nebenbeilagen? Oh, den Reis habe ich ja total vergessen. Und ich habe auch nichts anderes, nur das Curry. Oh, Mann, wie kann man das Ganze nur so halbherzig angehen? Naja, ich meine, Curry reicht doch normalerweise, oder nicht? Zunächst einmal werden wir hier dieses Curry in Ordnung bringen. Und dann esst heute zusammen mit dem... Laufteam heute, okay? Wir werden euch einige von unseren Nebenbeilagen noch dazugeben. Oh, okay, das wäre cool. Und ja, was hattet ihr mit Frühstück und Mittagessen eigentlich vor? Naja... Geht ein bisschen in die Kasse, aber im Convenience Store kaufen? Im Kombini? Okay, ich hätte gar nicht fragen müssen. Dann lass es uns wie folgt tun. Ich werde auch für den Rundfunkclub kochen. Ich werde die Betreuerin vom Laufteam fragen. But how about you just kind of the cost for things? Aber wie wäre es, wenn ihr euch einfach an den Kosten für die Zutaten beteiligt? Oh, das wäre großartig. Ist das wirklich in Ordnung? 3 Leute hinzuzufügen zu der Menge würde jetzt nicht so viel mehr Arbeit machen. Mir macht's nichts aus. Oh, vielen Dank, Yuna. Ernsthaft. Ich habe schon gedacht, dass das echt ätzend, richtig mega ätzend sein könnte. Naja, selbst wenn es das ist, ist es immer noch kein Grund, so... sorgenfrei an das ranzugehen, was man sich in den Bauch stopft. Ja, das weiß ich ja. Aber man kann nun mal nicht so schnell verändern, worin man nicht gut ist, nicht wahr? Ja, das verstehe ich ja zwar. Ich werde dann unseren Laufteam-Essensplan der Woche oder so später euch zukommen lassen.
Deswegen esst dann bei den folgenden, also bei den Zeiten, wenn ihr es dann habt, immer mit uns, okay? Okay, verstanden. Ernsthaft, du bist unglaublich, Yuna. Ich bin nun wirklich nicht großartig. Ich habe einfach nur Erfahrung, wenn es ums Kochen geht. Nein, nicht das. Wie gruselig du gerade geworden bist. Ich verstehe jetzt, wie du mit Anno abhängst. Oder warum du mit ihr abhängst. Oh, tut mir leid. Habe ich es ein bisschen zu weit getrieben. Nein, ich habe dir doch gesagt, es ist eine große Hilfe. Ich wette, Umi und Sasa werden auch sehr dankbar sein, dass wir richtiges Essen zu essen bekommen während des Camps. Verstehe. Dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass ich es wieder getan hätte. Ja, sie hat ja so ein gewisses kleines Trauma mit der Mittelschulzeit. Aber wie auch schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, jetzt hier zu Oberschulzeiten und den wahrscheinlich etwas ungezwungeneren Atmosphäre, ohne Schuluniform und so weiter, jetzt während der Sommerferien beim Sommercamp, sind die Leute wahrscheinlich einfach ein bisschen, ja, offener und generell nicht mehr so borniert und pubertär, wie das wahrscheinlich noch in der Mittelschule der Fall gewesen ist, wo Yuna vielleicht auch zu streng, zu viel abverlangt und alle müssen auf ihrem Level sein und keine Ahnung, was beim Kochen, ja, dass sich das jetzt alles ein bisschen erlegt hat, aber natürlich trotzdem das Trauma bis jetzt noch nachhängt und sie dann eben die Hilfe und solchen Dank wie von Leuten wie Adio oder von Nena hier braucht, um auch dann über diesen Komplex irgendwann mal hinwegzukommen. Ich kann einfach nicht anders, als mich zurückzuhalten. Dabei ist alles, was es tut, mich nur an die Zeiten damals zurückzuerinnern. Und trotzdem, aus irgendeinem Grund, mische ich mich trotzdem einfach in solches Zeugs ein und öffne weiterhin mein Maul. Fühlt sich wirklich so an, als wäre irgendein Schalter in mir umgelegt und würde sich dann nicht mehr zurückkippen lassen. Ich brachte schnell noch Nenas Curry in Ordnung und machte mich dann an die Arbeit, um das fürs Laufteam fertig zu machen. Man muss schnell und effektiv arbeiten, wenn man für so viele Leute kocht, oder man wird niemals das zu Ende bringen. Ich arbeitete schnell, so wie ich es zuvor auch geplant hatte. Ja, ich zweifle, dass ich in der Lage sein werde, den Schalter wieder umzulegen. Es macht Spaß, sich selbst ins Kochen zu vertiefen. So viel weiß ich auch. Ich konzentriere mich auf meine Hände und versuche so gut wie es geht, mich nicht an die Vergangenheit zu erinnern. Ich wette, Umi und Sasa haben nicht viel vom Essen heute erwartet, aber ich wette, die werden jetzt sehr überrascht sein. Aber da du es jetzt bist, die das Kochen übernimmt, Yuna, werde ich nicht mehr so viele Ausreden haben, mich von den beiden wegzuschleichen, hä? Musst du denn immer noch sowas tun? Nein, aber naja, wenn da gerade was zwischen den beiden funkt, dann möchte ich halt nicht eindringlich sein, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich frage mich, wie es sich wohl anfühlt, verliebt zu sein. Ich spuckte beinahe das Curry aus, was ich gerade, was ich gerade abschmeckte. Ich hatte nicht erwartet, so etwas von Nenas Hand zu hören. Was denkst du, Yuna? Oh, haben wir mal wieder eine Entscheidung? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Was denkst du über Liebe? Ist wahrscheinlich nicht so übel oder wirkt mir eine ganze Menge Ärger. Eigentlich für den Storyverlauf, der ist eigentlich sehr Kinetic Novel-artig, also egal für was man sich entscheidet, man kommt zu einem bestimmten Ende so oder so. Und ich glaube, wenn man so die richtigen oder falschen Antworten hier auswählt, dann gibt es in einem zweiten Durchgang oder so, oder keine Ahnung, was da am Ende dann, je nachdem, wenn man auf dem Weg zum Ende hin dann die richtigen vermeintlichen Antworten gewählt hat, irgendwie noch mehr Extras, die freigeschaltet werden, Gallery Builder oder keine Ahnung was, irgendwie sowas meinte ich mal gelesen zu haben.
Ja, im Prinzip, ich glaube, dass das Spiel darauf hinausläuft, für Yuna auch ein gewisses Happy End zu finden. Vielleicht nicht in Yuli-Sicht, aber zumindest in dem Sinne, dass sie selbst ihre Vergangenheit und so ein bisschen hinter sich lässt, sich wieder sozialisiert und so weiter. Und vielleicht ist da eben auch ein Yuli-Interesse mit dabei. Deswegen, wenn wir jetzt hier antworten, wirkt wie eine Menge Ärger, verschließen wir uns in dem im Prinzip wieder mehr. Und wenn wir hier sagen, ist es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so übel, würde das so ja einen Punkt dafür geben, dass wir uns dem Gedanken, sich gegenseitig zu lieben, was ja jetzt auch nicht unbedingt, man kann sich ja auch eben sehr platonisch und freundschaftlich und keine Ahnung was lieben, also generell einfach zwischenmenschlich versucht, Kontakt zu knüpfen, ja, ist es vielleicht besser dann zu sagen, ist es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so übel. Deswegen tendiere ich jetzt hier einfach mal zu der Nummer 1 und wähle das. Naja, ist denke ich schon mal ganz okay, zu lieben. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Die beiden wirken wirklich so, als hätten sie eine ganze Menge Freude miteinander. Bist du nicht in irgendjemanden verliebt, Nena-san? Es ist nicht Liebe oder irgendwie sowas. Aber es gäbe ein paar Leute, mit denen ich ganz gerne abhängen würde. Wie Anno zum Beispiel? Ja, Leute wie Anno sind echt nett. Die Distanz, die man da zueinander wahrt, ist echt perfekt. Sie ist nicht zu anhänglich oder irgendwie sowas, aber sie ist eine gute Freundin. Ja. Und ich wette, in dem es gibt ein paar Leute, mit denen sie gerne abhängen würde, auch wenn sie jetzt nicht als Beispiel Yuna gesagt hat, wette ich aber, dass in diese Aussage Yuna mit eingefügt ist oder mit eingeschlossen ist. Da Nena große Stücke auch jetzt mittlerweile auf Yuna zu halten scheint. Und sie bestimmt auch die Direktheit von Yuna vor allem beim Kochen schätzt. Da immerhin Nena ja, wenn sie will, auch sehr direkt sein kann, wie man das ja gesehen hat bei ihrer Standpauke für Sasa und Umi. Das Kochen war fast vollständig fertig, war fast fertig geworden, während wir jetzt diese Sachen diskutiert hatten. Ich habe Nena-san gesagt, dass sie Ichiki-san und Futano-san herholen sollte. Und dann blickte ich endlich auf die Uhr. Alles klar, sehr gut. Es gab ein paar unvorhergesehene kleine Zwischenevents, aber das heutige Abendessen ist so ziemlich ja zur richtigen oder zur rechten Zeit fertig. Und es handelt sich um Curry, deswegen gehe ich davon aus, dass es sehr gut ankommen wird. Na, Tag zu Ende? Tag zu Ende, tatsächlich. Fuck, ich habe vergessen zu speichern. Gut, dann muss ich ab hier den Spielstand nochmal neu spielen und dann speichere ich hier bei dem Spielstand bei der Entscheidung nochmal. Speichere jetzt allerdings sicherheitshalber schon mal neu. Ich hoffe, ich denke dann nach der Aufnahme nochmal dran, dass ich das mache. Ist es mir tatsächlich doch mal passiert, dass ich es vergesse. Gut.